heißen deshalb so, weil sie sofort im Busch verschwinden, also sich ducken oder abtauchen, sobald sie Menschen oder sonst eine Gefahr wittern. In Afrikaans und in Englisch ist das fast das gleiche Wort. Wir hatten ihn nicht weit von hier gefunden. Allerdings ist das hier ein Naturschutzgebiet. Das andere Gelände war umgeben von einzelnen Häusern und Wohngebieten. Aber hier ist alles umzäunt und richtig geschützt. Hier ist er also sicher. Der Hengst mit dem verletzten, geschwollenen Auge ist nun schon seit 3 Tagen in der SPCA. Stallmeister Tex Davy ist mit dem Heilungsprozess sehr zufrieden. Zum Glück war nur die Hautoberfläche betroffen. Das Auge selbst hatte keine Verletzungen abbekommen. Außen am oberen Augenlid war wohl ein kleiner Schritt, aber das sah alles schlimmer aus, als es in Wirklichkeit war. Bei solchen Verletzungen schwillt eben alles an, mehr aber auch nicht. Und heute kann er wieder nach Hause. Die Besitzer waren auch schon da und haben mit mir gesprochen. Ich freue mich, dass er wieder nach Hause kommt. Inspektor Wilbur Kinkebi bringt den Hengst zurück zu seinem Überglück.